Ein fluschiges Hallöchen heute. Ich bin's, euer Flushi zockt. Und herzlich willkommen zu meinem neuen Part von Mario Kart 8 Online. Gut, dann machen wir dann direkt mit einem neuen Start hier weiter. Und diesmal habe ich mal die DLC-Strecken mal, ja, ausgeschaltet. Also, ja, man kann halt einstellen, ob man mit DLC-Strecken fahren möchte oder, ja. Und es ist halt ein Vorteil, wenn man ja ohne den DLC-Strecken fährt, so dass das nicht so stressig ist, so mit Pros und, ja, aber dann habt ihr ja nicht die Action leider. Als, ja, es ist natürlich nicht die Spannung da, ne, und, ja. Also es gibt halt wenige Pros, so, wenn man ohne die DLC-Strecken fährt, also, ja. Oh, WTF. Okay, Leute, ich bin, ja, spät am Aufnehmen. Ich habe ja heute, jetzt fahre ich wieder gegen, weil ich ja vollgewichst bin. Ja, ich, WTF, das war jetzt, das war ein schlechter Move. Das war jetzt dumm. Ja, Leute, ich hatte heute mein Praktikum gehabt und darum bin ich spät am Aufnehmen, weil ich keine andere Zeit... Oh, WTF, hä? Der Bowser hat den Blue Shell... Das kann nicht sein, Leute. Der war doch ein... Okay. WTF. Also der Bowser hat den Blue Shell abbekommen, obwohl ich Erster war. WTF. Okay, habe ich, ich glaube, ich habe nicht richtig gesehen, ne? Ey, WTF. Ja, ich bin nicht Leute, ich bin unkonzentriert. Also fragt euch nicht, warum ich jetzt plötzlich verkacke. Weil mir ist das schon längst aufgefahren, Leute. So, dass das nach dem Praktikum immer so der Fall ist, ja. Scheiße, jetzt fahre ich wieder wie ein Hurensohn. Meine Fresse. Ja, ich hasse die Strecke. Och man, das ist doch Bullshit, sowas. Und ich werde natürlich Letzter, ey, komm, leck mich. Leute, nach dem Praktikum bin ich immer unkonzentriert. Fragt euch nicht, warum. Es ist einfach... Ich muss euch noch was loswerden, Leute. Bevor ich, ja, den Part beende und, ja... Es ist wichtig, Leute, für morgen. Okay, Leute. So, ja, das war natürlich schlecht... Das erste Rennen, natürlich. Aber ja, man kann es wieder gut machen, würde ich mal sagen. Oh mein Gott, ey, das ist doch nicht normal. Ja, Leute. Ich muss euch auf jeden Fall was Wichtiges ankündigen. Also, ich habe es wahrscheinlich schon mal angekündigt. Und ja, aber es ist wichtig, Leute, dass ich das nochmal ankündige. Und zwar werde ich morgen ein Turnier machen. Also, ich habe ja mir ein Turnier erstellt. Ich glaube schon, dass es schon ein paar mitbekommen haben. Und ja, mein Gott, ich werde durchgereicht. Ja, ich mache auf jeden Fall morgen ein Turnier. Das steht fest. Und WTF, ich bin doch unten. Das war ein Glitch irgendwie, ne? WTF. Ja, auf jeden Fall habe ich vor, morgen ein Turnier zu machen. Um 15 Uhr geht das los und ich könnte euch auf jeden Fall nochmal zeigen, so den Code, wenn ihr mitzocken wollt, also den Code so für das Turnier, also wegen das Turnier, verdammt. Und ich bin so schlecht, Leute, tut mir leid für meine Ungeskilltheit, aber es ist nach dem Praktikum immer so der Fall, dass ich mich unkonzentriert, das ist doch nicht normal. Immer nach dem Praktikum. Das ist doch Bullshit, sowas, echt. Och, leck mich. Alles, das ist immer das Gleiche, Leute. Ich wollte das auf jeden Fall loswerden, dass auch am Montag ein, dass ich am, am Sonntag auch ein Turnier machen werde. Auch um 15 Uhr bis 16 Uhr. Und ich werde das natürlich aufnehmen, also freut euch auf jeden Fall
Also mich würde das auf jeden Fall freuen, wenn natürlich viele erscheinen könnten, weil am Wochenende denke ich schon, dass viele Zeit haben und ja, es würde mich wirklich sehr freuen, wenn wirklich viele erscheinen könnten. Und ja, Leute, dann bis gleich. So, Leute, es ist weiterhin so geblieben. Also, es ist schon fast voll. Ja, nur dass ein Spieler fehlt. Ja, es sind 11 Spieler. So. Gut, dann wollen wir noch das letzte Rennen hier machen. Ich habe leider keine Themen für euch. Ich wollte ja nur angekündigt haben, wegen das Turnier. Damit ihr, ja, Bescheid wisst, natürlich. So. Wird auf jeden Fall wahrscheinlich geil werden, das Turnier. Hoffe ich doch mal. So. Okay. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich das schon gesagt habe. Also, ja, die Celina ist wieder dabei. Habe ich wahrscheinlich schon gesagt. Also, eine Freundin aus meiner Freundesliste. So, jetzt wollen wir hier mal driften. Wir wollen auf jeden Fall das Rennen gut machen, was wir ja die letzten Rennen nicht gemacht haben, verdammt. So. Ja, also, ihr müsst euch auf jeden Fall so einstellen, Leute, dass ich nach dem Praktikum immer unkonzentriert bin. Also, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann. So wirklich. Ja, nehme ich halt wirklich. Ja, es ist halt so, Leute. Ich habe wenig Zeit und ja, ich muss auch wirklich mal die Zeit dafür nutzen, auch so nach dem Praktikum, weil mir fällt das schon auf, Leute, dass ich ja wenig Zeit, das ist ja, ich bin halt nicht täglich produktiv, kann man sagen. Also ja, das stimmt eigentlich. So. Naja. Aber man muss ja nicht täglich was rausbringen. Ja, okay, es ist natürlich schade, so. Naja. Egal. So. Gut, meine Stimme, ja, geht, denke ich mal, verloren. Also ich merke schon, dass meine Stimme mich verlassen will. Weil, ja, irgendwie, wenn ich. Meine Stimme verschwindet langsam, habe ich das Gefühl. Jetzt muss sie machen. Ach, mein Gott, immer in der letzten verfickten Runde. Was? Ey, das ist doch Bullshit, sowas, echt. Ach, Leute, tut mir leid, dass ich wieder übersteuert habe, aber irgendwie immer nach dem Praktikum bin ich immer unkonzentriert. Ich weiß, Leute, ich habe das so oft wiederholt, aber das ist immer das Gleiche, so, Leute. Es ist immer das Gleiche, so. Okay, dann höre ich jetzt mal den Part auf und haut rein. Oh Leute, ich habe ja vergessen, ja, ich war ein bisschen etwas voreilig gewesen. Ich muss natürlich euch zeigen, wegen das Turnier, den Turniercode, wenn ihr morgen dabei sein wollt. Ja, ja, ist ein bisschen zu schnell geraten, so, die Verabschiedung. Und ja, hier, da seht ihr unten den Code, den müsst ihr aiden. Und ja, wie ihr schon sehen könnt, so, wann das Turnier stattfinden wird, ja. Ja, ich habe ja schon gesagt, so am Samstag und auch am Sonntag. Also seid auf jeden Fall dabei. Und ja, mich würde das auf jeden Fall sehr freuen. Also ich wiederhole es wieder nochmal. Also es würde mich wirklich sehr freuen, wenn viele Zeit hätten. Und ja, Leute, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und haut rein.